Hi Leute, ja, da steht er in der zweiten und somit brandneuen Generation der Audi RS Q3. Doch bevor ich euch den genauer zeige, hier steht nämlich noch ein Fahrzeug und zwar ein brandneues Modell, also aus der Produktpalette was ganz Neues. Und zwar wurde vor kurzem nämlich der Q3 Sportback vorgestellt. Und es war ja klar, dass darauf ein RS-Modell nachzieht. Und da steht er, der RS Q3. Sportback, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass den viele von euch sehr schick finden werden. Also, let's have a look. Beide RS Q3 Modelle sind als vollwertige Fünfsitzer konzipiert und bieten neben der Sportlichkeit auch ein ordentliches Platzangebot und Alltagstauglichkeit. Die Rückbank lässt sich sogar serienmäßig um 15 cm im RS Q3 und um 13 cm im Sportback längs verschieben. Das sorgt für mehr Platz und Komfort auch auf den hinteren Plätzen. Der Gepäckraum fasst 530 Liter ohne geklappte Sitze. Das Dach des RS Q3 Sportbacks ist 45 mm niedriger als beim RS Q3 und die Schulterlinie verläuft beim Sportback tiefer als beim Schwestermodell. Das senkt damit auch den optischen Schwerpunkt der Karosserie und wirkt dadurch auch etwas muskulöser. Die Embleme lassen sich optional auch in schwarz glänzend konfigurieren. Erstmals kommt der RS Q3 mit einer zweiflutigen RS-Abgasanlage mit großen ovalen Endrohren auf beiden Seiten. Die Endrohrblenden sind chromfarben, bei der optionalen Sportabgasanlage, welche für einen noch besseren Klang sorgt, sind diese schwarz glänzend. Das Exterieur kommt mit seinen Akzenten serienmäßig im Optikpaket schwarz glänzend oder optional gibt es das Aluminium-Matt-Optikpaket. Die Zierelemente wie zum Beispiel hier Frontspoilerlippe, hier am Lufteinlass oder auch am Seitenschweller sind serienmäßig in Schwarz-Hochglanz, gibt es aber auch optional in Aluminium-Optik, wie hier zum Beispiel bei dem RS Q3. Serienmäßig gibt es in den beiden neuen SUV-Modellen LED-Scheinwerfer. Optional gibt es Matrix-LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht und abgedunkelten Blenden. Beide RS Q3-Modelle kommen mit einem 2,5 Liter TFSI 5-Zylinder-Motor mit 400 PS, welcher 480 Newtonmeter Drehmoment leistet. Als Getriebe gibt es die 7-Gang S-Tronic und natürlich, wie soll es auch anders sein, bekommen die RS Q3-Modelle den Allradantrieb Quattro. Von 0 auf 100 sprinten die beiden SUVs in nur 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h oder optional bei 280 km/h abgeriegelt. Das serienmäßige RS Sportfahrwerk legt die Karosserie um 10 mm tiefer als bei den Audi Q3 Modellen. Wie der Wagen klingt, hört selbst. Bei dem Fahrmodi hat sich etwas geändert. Vorher hatten wir ja Effizient, Komfort, Auto, Dynamik und Individual. Aber Individual fällt weg. Dafür sind jetzt zwei verschiedene Dinge dazu gekommen, und zwar einmal RS1 und RS2. Das ist quasi der Individualmodus. Man kann jetzt aber zwei verschiedene Individualmodi einstellen. Im Innenraum setzt sich das Design des Exterieurs fort. Die Bedieneinheiten und Mittelkonsole sind um 10 Grad zur Fahrerseite geneigt und somit ist die gesamte Cockpitgestaltung stark auf den Fahrer orientiert. Die Sportsitze gibt es im Schwarzleder, Alcantara oder optional als RS-Sportsitze in Feinnapperleder, welches es erstmals in der Q3-Familie mit RS-spezifischer Wabensteppung und Kontrastnähten gibt. Farblich bietet Audi mehrere Designpakete für das Interieur an. Audi spielt hier ein bisschen mit Designelementen. Hier kommt zum Beispiel im RS Q3 auch viel in Alcantara, wie zum Beispiel hier. Oder auch hier, das, was ich ganz besonders interessant finde, im Armaturenbrett haben wir jetzt auch hier ein bisschen Alcantara mit verarbeitet, welches es übrigens auch in verschiedenen Farben gibt. Wir haben einmal standardmäßig schwarz, optional gibt es das auch noch in rot oder in blau. Mit dem Designpaket gibt es auch noch das Lenkrad und den Wählhebel in Alcantara und auch hier die Ziernähte optional in rot oder blau. Auch bei den RS Sportsitzen kann man farblich ein bisschen spielen. Die kommen übrigens auch hier wieder mit ein bisschen Alcantara, welches man auch optional in schwarz, rot oder blau nehmen kann. Genauso wie die Nähte hier. Serienmäßig kommt das dann in schwarz. Der neue RS Q3 und der neue RS Q3 Sportback wird im Laufe des ersten Quartals 2020 bei den Händlern stehen.
So, das war's. Kurz und knackige Informationen zu den neuen RS Q3 und RS Q3 Sportback. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher euch denn besser gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ciao. Oh, falscher Knopf. Okay.